Auf dem Lilienstein sind Andreas Hempel und seine Gesellen unterdessen schon seit Stunden mit dem Wiederaufbau des Obelisken aus augusteischen Zeiten beschäftigt. Allein um den Weg vom 200 Meter entfernten Lastenaufzug des Lilienstein-Hotels zum Standort für den Obelisken zu bewältigen, waren mehr als 3 Stunden Arbeit erforderlich. Mittels Sackkarre wurden die 3 Segmente langsam zum Standort gehievt. Der Aufbau der Einzelteile des Obelisken geschieht hingegen mit Hilfe eines Flaschenzugs vergleichsweise schnell. Es ist überwältigend zu sehen, wie der Mensch seine Ideen und Visionen mit Sandstein seit Jahrhunderten sichtbar machen kann. Möge der Obelisk auf dem Lilienstein weitere 300 Jahre von stolzen Königen und alten Handwerkskünsten zeugen und von einem Berufszweig, der heute noch seine jahrhundertealten Traditionen pflegt. Also, Prost! Prost auf den Obelisken, dass er lange steht! Wir dürfen uns nicht schlagen, wir müssen uns vertragen, wir reichen uns die Hand. Hoch lebt der Stein mit Stand! Hallo! So, du bist auf dem Schluss.